Rotz hier nicht rum. Rotz hier nicht rum, hab ich gesagt. Mal dich an, sag ich. Ich
will nicht mehr, hast du kapiert? Halt die Fresse, mal dich an. Oder willst du noch einen Nachschlag? Den kriege ich noch um. Was willst du eigentlich noch von mir? So ist gut. Oh, mein Sohn. Die scheiß Lippen, vergiss die nicht. Hör auf, sag ich, verdammtes Gesinge, stell den Rotz ab. Oder ich mach dich grün und blau. Du hast mir alles genommen. Ich mach dich kalt, warte. Ich will nicht mehr, verstehst du? Nein, ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Wissen Sie, in einer Kleinstadt kennen sich alle. Und er ist verheiratet, hat zwei Kinder, das jüngste ist 3 Jahre. Damals fing das so an. Immer wieder hat er gesagt, heute lässt er sich scheiden, morgen lässt er sich scheiden. Und ich habe ihm immer wieder geglaubt. Das ist schon schlimm, wenn man da kein Glück hat. Ja, ja, das nutzen die Männer manchmal aus. Fahren Sie zum ersten Mal nach Berlin? Ja. Ich hab mir geschworen, jetzt will ich leben. Schön. Sind wir schon da? Wir müssen gleich da sein, so gute 10 Minuten noch. Wir haben nämlich heute so ein bisschen verspätet. Macht's Ihnen was aus, wenn ich das Fenster aufmache? Überhaupt nicht. Was weiß ich, bei dem Wetter. Was weiß ich, wo da die Kerle bleiben. Die latschen sich einen ab. Hier eine Messe, dort eine Messe, pipapo. Bloß hier tut sich nichts. Eine Sauerei ist das.
Letzten Monat, da lief was von der Platte. Reine Sahne. Ich hab nicht eine Mark auf der Bank. Uschi, gibst mir mal eine Zigarette? Scheiße. Mann, bin ich fett. Ich passe da nicht mehr rein. Was zieh ich denn jetzt an? Eine Bluse kaufen kann man sich hier auch nicht. In diesem miesen Schuppen hier. Hier läuft sowieso nichts. Aber mach ihm das mal klar. Kein Freier, keine Knete. Meinem kleinen Klaus kann ich nicht mal was schicken. Erst gestern kam ein Brief vom Heim. Nee, ich mach ja alles. Aber so nicht, ich hau ab. Ja, das kenn ich. Denk mal an die Inge. Weißt du noch, wie die auf einmal kein Gesicht mehr hatte? Von wegen abhauen. Der hat's ihr gezeigt. Mit mir nicht. Ich hau ab. Ich such mir was richtig Nettes. Ja, Mut hast du ja. Ich strick doch hier keine Socken. Ich pack meine Sachen und tanz ab, klar? Tut mir leid, auf Ihrem Konto ist noch nichts eingegangen. Ach so. Aber mein geschiedener Mann muss mir das Geld überweisen. 20.000 Mark. Das hat mein Anwalt gesagt. Leider, eingegangen ist nichts. Komisch. Wissen Sie, ich möchte nämlich einen Kosmetiksalon aufmachen. Und da brauche ich einen Kredit. Aber gerne. Bitte wenden Sie sich doch an unsere Kreditabteilung. Hören Sie bitte, ich habe meine Frage. Das da drüben. Ja? Wegen meiner Scheckkarte. Ja, kann ich Ihre alte Scheckkarte haben? Ich schaue mal nach. Einen Augenblick bitte. Eine solche Information kann also nur konnotativ sein, weil an ihr verschiedene Stilelemente aus allen drei Ebenen beteiligt sind. Diese im Stilzug thematisierte gemeinsame Konnotation verschiedener Stilelemente begleitet die Denotation eines Textes oder auch Textabschnittes. Von dieser Charakteristik her lassen sich Stilzüge als die Formulierung konnotativer Synonyme eines Textes auffassen. Aus den Stilzügen baut sich dann der Gesamtstil eines Textes auf, der als Kombination seiner verschiedenen hierarchisch gestaffelten semantischen Informationen auf den Ebenen der Lexik, Grammatik und Phonetik bestimmt wird. Der Textstil lässt sich jetzt genauer fassen als die Kombination der in seinen Stilzügen thematisierten verschiedenen konnotativen Synonymen, lexikalischen, grammatikalischen und eben auch phonetischen Stilelemente. In dem Begriff des Stilzugs, semantisch definiert als konnotative Synonyme verschiedener Stilelemente, erscheint das entscheidende Verbindungsglied zwischen dem strukturalen und dem funktionalen Ansatz der Stilistik.
Haben Sie die Wohnung gekauft? Komische Typen. Komisch. Die Nachbarn? Wenn die sich nicht beschweren? Quatsch. Was für Nachbarn denn? Das sind nur Anwaltsbüros. Nach 7 ist er sowieso Feierabend. Und die beiden Alten, die sind so gut wie tot. Hier sind die Muster, die sind nicht so teuer. Ja, was soll das? Was soll ich damit? Ich hab dir gesagt, Tapeten bunt und gemustert und fürs kleine Zimmer blau. Also einfach blau. Und wo ist ihr verdammt nochmal blau? Okay, Frau, das Rohr ist im Arsch, hab ich mir gleich gedacht. Den Boiler, das können Sie vergessen. Schauen Sie sich das mal an hier. Alkohol. Kriegt man nicht mal einen Nagel rein. Rein schon, aber das ist die Wand ganz hin. Das ist eine echte Scheiße. Was wird damit? Das mache ich schon, kein Problem. Und was mit dem Boiler? Was mit den Tapeten? Steck sie da rein. Zigmal habe ich dir gesagt, so und so. Es kommt schon wieder angerannt. Der Boiler. Ach, der bleibt einfach da. Stehst du immer noch hier rum, schieb ab. Brauch deine Tapeten nicht. Morgen müssen andere Tapeten her. Was steht denn noch rum? Und der Elektriker, hast du den wenigstens angerufen? Morgen früh hat er gesagt, kann er kommen. Wie ist das, Meister? Geht's? Alles geht, alles geht. Soll die Klappe hierher oder auf die andere Seite? Rechts, rechts. Entschuldigen Sie, was für ein Club wird das, gnädige Frau? Ein Club, was sonst? Ja, ja, ein Club. Natürlich, ein Club. Hier rein. Schräger.
Klasse. Weiter, weiter. Erster Stock rechts. Tür ist offen. Soll die Konsole in die Bar? Was geht denn für Scheiß? In den Flur. Bleib da. Du stehst uns nur im Weg. Monika. Na, was soll das? Sind wir hier auf dem Meldeamt? Stell dir gefälligst vor, hier sitzt einer, der soll Geld anlegen für dich. Also nochmal von vorn. Freundlich lächeln, freundlich, klar? Hier geht's ums Geschäft. Was soll das? Was soll das? Stell dir was vor, denk dir was aus, denk an meinetwegen, denk was weiß ich, an irgendwas, was dir Spaß macht, verdammt nochmal. Auf die Tour willst du anschaffen? Es geht um den Umsatz, die Kerle wollen was sehen für ihr Geld, so. Verdammt nochmal. Monika. Naja, schon besser. Rosi. Das ist es. Ein richtiger Profi. Gut. Sehr gut. Was kaufst du da? Nichts, Kaugummi. Und was ist das? Ein für alle Mal, weg mit dem scheiß Kaugummi. Geraucht wird draußen, nicht hier. Was ist, wenn der Kunde nicht Raucher ist? Man kapiert ja endlich, worum es hier geht. Herrgott, ums Geschäft. Du kriegst eine Kohle dafür, dass der Kunde sich bei dir bedienen kann, aber das hier ist kein Puff. Das ist ein Club. Extravagant. Die gepflegte Atmosphäre, Stil. Hier soll sich der Kunde wohlfühlen, aber du, so wie du das bringst, da kriegt kein Arsch einen hoch und das Ding da weg, da aber weg. Los, weiter. Susi. Die Tür, verdammt nochmal, die Tür hier ist immer geschlossen. Wie soll sich der Kunde hier fühlen? Sicher und frei, also Tür zu. Ist das klar, ein für alle Mal? So ist gut. Jetzt weiter zum Geschäft. Verkehr 120, Französisch mit 130. Ohne 150. Du kommst immer zuerst rein, wie jetzt. Renate klärt das mit den Preisen. Wenn der Kunde gewählt hat, sagt Renate den Preis. Extras werden extra berechnet. Monika und Rosi, die können vorläufig hier wohnen. Und ich, was für bin hier? Du, wieso? Ich denke, du hast eine Wohnung. Also gut, meinetwegen, bleib hier. Platz ist genug da für alle. Was ist mit dir? Kein Bedarf. Ich habe meine Wohnung.
seid ihr alle fix und fertig angezogen. Das Geschäft geht bis 4 oder 5, je nachdem. Je mehr Getränke, desto mehr Umsatz. Wenn der Kunde für euch was bestellt, das wird extra berechnet, ist das klar? Das ist toll. Für 2200 Mark nach Bangkok. Schön. Das ist ein Urlaub. Schön. Ich arbeite für mich, nicht für dich, klar? Ich gebe es dir auch schriftlich. Gibt's für mich einen Cognac? Zur Einweihung? Nichts da. Wer was trinken will, zahlt. Wenn ich aber Durst habe, dann muss ich doch was trinken. Schon 10 vorbei und noch keine Mark verdient. Auf den Schreck muss ich einen trinken. Kennst du die Küche, ja? Weißt du, was es da gibt? Wasser. So viel bringst du gar nicht weg. Was hier gemacht wird, das ist Geschäft, kapiert? Wer was trinken will, zahlt. Habt ihr das gefressen? Wie spät ist es denn? 11:15. Aha, schon 11. Sehr stark. Und ich dachte, ihr läuft ein Geschäft an. Die kommen schon. Die saufen erstmal. Nüchtern kommt keiner zur Nutte. Blöd gackern könnt ihr. Habe ich hier schon was verdient? Na also. Und? Ich beschwere mich nicht. Dabei, ich allein schmeiß den Laden hier. Und ihr, was macht ihr? Reißt eure Wichsmäuler auf. Was kriege ich denn von euch? Lächerliche paar Prozente. Aber ich beschwere mich nicht. Habt ihr eine Ahnung, was ich hier investiert habe? Euch muss man ja alles erklären. Also, wer herkommt, will kaufen zu festen Preisen. Was das bedeutet, brauche ich euch nicht erst erklären. Miese Typen, hohe Tiere, querbeet, alle Sorten von Schweinen und Kanaken. Wenn die zahlen, bitteschön, bitte sehr, alles okay. Wenn's Zucker läuft, ja, dann machen wir aber leicht 90.000 im Monat. Dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Fummel abräumen, Klamotten kaufen, so ein teures Gefühl auf den Urlaub buchen. Schmucks und Scheiß, alles. Urlaub machen, das können wir wirklich? Na klar. Ich war schon ein paar Mal in Mallorca. Toll, sag ich dir. Noch was. Und schreibt euch das gefälligst hinter die Ohren. Wenn einer von euch versucht, ich sage versucht, hinter meinem Rücken Kasse zu machen, den lege ich um. Eiskalt. Immer solche Sprüche. Unser Geld wollen wir mehr nicht. Schnauze! Ich bin noch nicht fertig. Mir passt das nicht. Die Reinquaselei, ja? Noch was.
Immer wieder werden hier welche auftauchen. So Redner. Die Stuss ablassen von wegen euch rausholen. So Spinner. Und Schleimer, die so rummachen mit heiraten. Die sind total verklebt. Kapiert? Pfoten weg von denen. Oder habt ihr schon mal gehört draußen, dass so ein Arsch eine wie euch geheiratet hat? Fragt die da. Sind echte Profis. Es geht los. Wenn du nicht drankommst, gehst du hinter die Bar. Sonst Renate. Guten Abend. Wie viele seid ihr? Wir? Zwei. Gehen Sie hier rein. Wo ist er? In seinem Zimmer. Gut, kommt der Reihe nach. Zuerst geht Rosi. Er hat aber gesagt, ich soll hier bleiben. Er hat gesagt, wenn du nicht drankommst. Was machen wir jetzt? Schiss vor der Arbeit? Wenn's der stinkt, musst du einfach nicht durch die Nase atmen. Dauert keine zwei Minuten. Rosi. Susi. Renate. Monika. Helga. Ein guter Freund von mir, er ist zu Besuch hier, er will, nun sozusagen, er möchte sich ein bisschen amüsieren. Sie können wählen. Verkehr 120, Französisch mit 130, ohne 150. Welche möchten Sie? Wie heißt die Dame da mit den blonden Haaren? Rosi. Ja, mein Freund möchte gerne mit der Dame da. Und wie wollen Sie es? Verkehr oder Französisch mit? Oder auch ohne? Nein, nein. Verkehr. Und Sie? Was ist mit Ihnen? Naja, ihr seid alle sehr schön.
Ich doch. Ich würde auch gerne, nur ich bin Diabetiker. Ist eine anstrengende Krankheit. Tja, früher, wissen Sie, ich war kein Kostverächter. Soll ich draußen warten? Wir haben hier eine Bar. Da können Sie warten. Macht 120. Da nebenan. Gehen Sie rein, ich komme gleich. Was ist? Ich habe was mitgebracht. Ist gut. Leg's dorthin. Rosi? Ja? Drehen wir's an. Cognac, Bier oder so. Ich will's versuchen. Und sei nett zu ihm. Wollen Sie was trinken? Ich weiß nicht. Muss ich? Ich meine, wenn Sie etwas möchten. Ach, wenn Sie mir ein Piccolo ausgeben, das wäre nett. Sehr nett. Was kostet das hier, ein Piccolo? Trinkst du auch was? Sehr freundlich. Danke, ich trinke nicht. Schade. Bei uns ist nicht teuer. 8,50 Mark ein Piccolo. Was ist? Ziehst du dich nicht aus? Ich muss ihn doch waschen. Ach, nicht nötig. Das macht doch nichts aus. Ach, du musst das Höschen runterlassen. Ich muss ihn doch waschen. Schön, was? Bitte nicht. Nicht so. Hör da auf. Bitte nicht. Wie schön du bist. Oh.
Toll. Jetzt hat er so wieder die Stiche in der Birne. Macht euch auf was gefasst. Was für Stiche? Für Schmerzen. Die Messerstiche. Oder von seinen ewigen Schlägereien. Dann soll er zum Arzt gehen. Die sagen nur, der hilft nichts mehr. Sehr egal. Nur hinterher, da knallt's bei ihm in der Birne. Da dreht er durch. Kennst du den schon länger? Was heißt denn schon länger? Damals so 20 war ich. Da hab ich den Arsch kennengelernt. Naja. So viele Jahre, so viel Prügel. Der hat mich grün und blau gemacht, wie er es wollte. Das kann der. Einen kaputt machen. Das hat er geschafft. Und hat mir alles genommen. Alles. Hör auf, wenn der das merkt. Meine Sache, ja? Du, sag mal, wie ging das? Ich meine, wie hast du den kennengelernt? Einfach so? Du willst mich doch nicht verpfeifen, oder? Ich? So was mache ich nie. Wieder. So eine Fettfresse, so eine Besoffene. Bohrt und bohrt, stundenlang. Ein Riemen wie eine verlötete Bierdose. Das ist doch keine Arbeit mehr. Erkennst du das nicht? In die Hand mussten wir schieben. Einfach in der Hand. Da kann der Affe bohren, bis er schwarz wird. Mit der Hand? Wie denn? Na so, einfach so. Und der ist glücklich. Aber das merkt er doch. So besoffen hat er nicht. Der hat da Blei drin. Und wenn du mal Pech hast, dann sagst du, träum nicht, Süßer, da ist es. Merk ich mir. Toller Trick. Soll ich gehen? Ja, ja, mach schon. Wir kommen nach. Ist was? Ich geh mal kurz weg. Geschäftlich. Wenn jemand anruft, sagst du, ich bin so gegen halb vier zurück. Kannst du es merken?
Und die da drüben, die soll nicht so lange kennen. Krepier doch, Schweinhund. Sind Sie zuständig für die Annoncen? Können Sie mir sagen, wer diesen Mist gebaut hat? Arena, erstklassige Bar, vielseitiges Programm, exklusive Atmosphäre. Was? Herrgott, nochmal, da fehlt was. Falsch gedruckt ist auch was. Zuerst das Wort Club. Wo ist das? Habe ich doch ganz deutlich aufs Formular geschrieben. Club Arena. Und zwar groß und fett, ganz oben. Zweitens, die Telefonnummer sollte genauso groß werden. Ja, wozu zahle ich sonst das Inserat? Muss das sein? Eine ewige Qualmerei. Seit wann stört denn dich das? Hast heute einen Meckertag? Also, wenn du mich fragst, der taugt was. Ich meine, der steht zu früh auf und dann ist der geschäftlich unterwegs. Das darfst du nicht unterschätzen. Ganz wie du meinst. Nur für uns macht er es nicht. Für den sind wir wie Einwegflaschen. Ex on top. Clever. Clever ist er. Bei dem musst du mit allem rechnen. Hauptsache, wir kriegen unser Geld. Meinst du, der wird monatlich abrechnen oder in der Woche? Also ich kapiere das nicht. Wenn das stimmt, was du erzählst, wieso hängst du nicht an den? Oh, Scheiße, ist nichts da. Liebst du den etwa? Liebe. Liebe, was ist das? Den Kerl habe ich kennengelernt, da habe ich im Bahnhofsrestaurant gearbeitet. Als Kellner. Der kam immer wieder, saß jeden Tag da. Mal was gegessen, mal ein Bier getrunken. Immer hat er mich so komisch angeguckt. Aber nie dabei gelächelt. Ich glaube, das kann der gar nicht. Einmal nach Feierabend auf dem Heimweg. Ich habe mit einer Freundin zusammen gewohnt. Steht er plötzlich vor mir. Der
hat mich nicht mal richtig angeguckt. Nur gesagt, gehen wir was trinken. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Was ist schon dabei? Nett. Nett war das. Ein ganz kleines Lokal. Wir haben lange gesessen. Viel geredet hat er nicht. Plötzlich sagte er, du quälst mir sehr. Warum er mal in dieses Bahnhofsrestaurant kommt, hat er auch gesagt. Wegen mir. Dass er Automechaniker ist. Nur gearbeitet hat er nie. Hat immer Zeit. Jeden Tag hat er mich abgeholt. Das war richtig nett. Einmal hat es fürchterlich geregnet. Da stand er da, patschnass, ohne Schirm. Mit Blumen in der Hand. Er hat auf mich gewartet. Sind wir ins Kino. Ich habe gesagt, welcher Film, der hat nie was dagegen gehabt. Im Kino war der komisch. Auf den Film geguckt hat er fast nie. Irgendwie als wäre er ganz woanders. Ich bin nicht mal so eine Hand genommen hat, dann ist sie ganz schnell weggezogen. Sogar in die Tasche gesteckt hat er sie. Dabei hat er mich so komisch angeguckt. Damals einer gesagt hätte, was der mit mir vorhat. Der hat ja nur daran gedacht. Nur daran. Fass mich nicht an! Deine Pfoten weg. Du oder du erzählst ihm ja sowieso alles. Oder du. Spitzel. Jetzt hat ja doch alles eine Spitzel. Kumpels sind wir doch. Nun komm mal runter von der Palme. Im halben Jahr hat er mich dann losgeschickt. Auf den Strich. War nicht mal ein halbes Jahr. Rosi. Entschuldige, es war nicht so gemein. Handy noch, die soll mit anfassen. Los, räumt ihr ab. Hier in den Eisschrank. Die Blumen sind fürs Empfangszimmer. Aber dafür haben wir ja gar keine Vase mehr. Quatsch, nicht so lange, mach schon. So kotzen, wie ihr aussieht.
Susi hat's gut. Die kann wenigstens tagsüber machen, was sie will. Ich sollte mir auch eine Wohnung suchen. Eine Wohnung? Du spinnst wohl. Sag bloß noch, du hast Geld auf der Kante. Hier kannst du umsonst wohnen und essen auch. So bleibt wenigstens was übrig. Ich weiß nicht, auf die Dauer. Ich bleib hier. Die Rosi hat recht. Was wir brauchen, haben wir hier. Vielleicht später mal, aber dann so eine ganz schicke Wohnung. Aber erst, wenn ich das Geld für meinen Kosmetiksalon zusammen habe. Auf der Bank haben die mir nämlich gesagt, so mit 20.000 Eigenkapital hätte ich schon eine gute Chance, so einen Kredit, so einen Geschäftskredit zu kriegen. Geschafft. Ich habe meinem Kleinen den ersten richtigen Brief geschrieben. Der wird sich freuen. Wollt ihr mal hören? Wie alt ist er denn? Der Klaus? 6 oder fast 7, glaube ich. So in dem Dreh. Und sein Vater? Was? Der Vater? Weiß nicht. Damals, ich arbeitete gerade in so einem modernen Laden. Das lief dort Tag und Nacht über die Platte. Da kriege ich doch plötzlich so eine Entzündung. Ich musste die Pille absetzen und in meinem Schusselwussel lasse ich's doch so einen Kerl ohne machen. Das kann doch jedem mal passieren. Klar, ich habe auch alles versucht, aber nichts hat geholfen. Nur ein bisschen Blut, war halt zu spät. Und dann kam er dann, der kleine Klaus. Ja, 4 Monate konnte ich dann noch arbeiten. Dann tat's immer mehr weh. Aber niemand hat's gemerkt. Ich habe mich noch ein bisschen rumgedrückt. Und dann kam der Rausschmiss, mitten in der Nacht, auf die Straße. Hallo, ich bin spät dran. Hübsch siehst du aus. Sind die anderen schon fertig? Kommst du auch schon? Ich hab gesagt, 6 Uhr fix und fertig angezogen. Mann, reg dich ab. Ich bin doch gleich umgezogen. Wie mich das nervt, als wären wir hier verheiratet. Halt dein scheiß Maul, hier bestimme ich. Zieh Leine. So ein Wichser. Regt sich auf wie ein Sackmann. Was hat denn der? Spart ihr jetzt schon den Strom für den? Kälte ist das heute wieder und in meiner Bude erst. Nichts wird warm. Der Hausmeister ist auch so ein Penner. Dem habe ich aber was erzählt. Habt ihr das gelesen? Da sticht doch so ein Kerl die Frau ab und die Richter, die klinken den Typen nur für 3 Jahre ein. Da. Verzweifelter Angestellter erstach Freundin aus Eifersucht. 3 Jahre Gefängnis. Also wirklich, wo du auch hinguckst. An jedem, der was zu sagen hat, hängen 2 Eier. Eine Männergesellschaft ist das. Ein Mann mordet, ein Mann spricht ihn frei, ein Mann nimmt ihn in der Zeitung in Schutz zum Kotzen. So läuft's nun mal. Mann, kannst du oder willst du nicht kapieren? Stell dir doch mal vor, eine Frau sticht einen Kerl ab. Das ist die doch glatt eine Bestie. 10 Jahre mindestens.
quatscht alles von Emanzipation, dass ich nicht lache. Wer hat denn bis jetzt davon profitiert? Die reichen Fotzen da oben, die kriegen es jetzt auch noch hinten reingesteckt. Aber wir, ach, was wisst ihr denn? Ihr hockt hier rum, aber draußen ist Krieg. Bei dir tickt's wohl nicht mehr richtig, was? Geht uns das was an? Singst hier rum. Was willst du da ändern? Dann wundere dich nicht, wenn er dir die Fresse vernagelt und dich ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Die frisst ihm da aus der Hand. Reden tut's auch wie er. Und warum? Ist er voll auf seiner Seite. Klar, ist ja auch seine Braut. Hey, was ist denn hier los? Kaffeekränzchen, die Damen? Da hat einer seine Freundin umgelegt und nur 3 Jahre für gezeigt. Na und? Was stehst du denn da rum? Hab ich nicht umziehen gesagt? Hat dich einer abgestochen? Also los an die Arbeit. Also los an die Arbeit. Bei mir nicht diesen Ton. Ich arbeite, wenn es mir passt. An die Arbeit. Du Arschloch. Du Drecksack. Rück sofort mein Geld raus, sonst hol ich die Bullen, du Sau. Aha, dein Geld willst du. Du willst also aufsteigen. Und das hast du dir auch gut überlegt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich lass dich hochgehen. Aber vorher, da scheiß ich dir noch in deinen Laden. Feierabend, mir reicht's. Rück sofort mein Geld raus. Ich gehe. Wie viel war es denn? 300, da. Hol's dir und schieb ab. Willst die Bullen holen, mir die Bullen schicken, du Töle, ausrotzen werde ich dich. Arbeitest hier. Ja und nein, ist das klar? Los, umziehen, aber sofort. Ist das klar jetzt? Was hockt ihr noch rum? Los, an die Arbeit. Na komm, wasch dir dein Gesicht. Davon ist noch keiner gestorben. So einen Knatsch müssen wir mal durchmachen. Wie der dir zugerichtet hat. Halb so schlimm. Warum reißt du auch das Maul so auf? Im Maul allein schafft man es nicht. Meine Jacke. Bist du verrückt? Wenn du jetzt gehst, bringt er dich um. Feige seid ihr. Sowas von feige.
Guckt euch doch an. Guckt euch doch an. Schlachtvieh seid ihr. Ihr Nutten. Hey, was jetzt wieder? Wer will den Nachschlag? Susi. Sie ist weg. Na und? Was gibt's da zu glotzen? An die Arbeit. Renate? Mach mir was zu essen. Was möchtest du? Soll ich dir Spiegelei machen? Was zu essen? Frag mich immer. Wie spät ist es? Viel zu früh, noch nicht mal 7. Wenn der den zugerichtet hat, der muss doch irre sein. Ob der die Bullen ruft? Und was passiert denn dann? Die und die Bullen holen? Nee, nee. Und wenn, dann könnte die gleich auswandern. Die wäre gezeichnet. Die würden ja noch auf den Grabstein pissen. Trotzdem, Mut hat sie. Das muss man ihr lassen. Schöner Mut, wenn du auch scharf auf Prügel bist. Die konnte nicht mal richtig laufen. So eine Sauerei. Wir müssen aufpassen. Die Renate ist sowieso auf seiner Seite. Die ist ein Spitzel. Die erzählt ihm alles. Stell sie hierher. Ich habe mir gedacht, vielleicht trinkst du gern Bier dazu. Ist gut. Worauf wartest du? Also, welche wollen Sie? Die da. Ja, ja, sie. Verkehr? Französisch mit oder ohne?
Das mache ich mit ihr selber aus. Dich will ich ja nicht. Oder bist du hier die Chefin? Hier gibt's keinen Chef. Also wie? Ich will's auf meine Weise. Extra Wünsche werden extra berechnet. Die ist doch nicht taubstumm, oder? Wir kommen schon klar. Damit du Bescheid weißt. Ich will dich nicht knallen, auch mit anfassen ist nichts. Wenn du verstehst, was ich meine. Was macht's? Kommt drauf an. Wenn du sagst, 150, ja? 150. In Ordnung. Wo? Hier? Nebenan. Das Geld. Warte hier, ich komme gleich. Der Kerl macht mir Angst. Der will weder noch nur was anderes. Keine Angst, dir passiert schon nichts. Solche Typen wirst du öfter haben. Gibst du mir 50? Ich hab da einen komischen Typen. Ich glaube, der will gar nichts. Ich habe aber gesagt 150. War's gut so? Doof bist du auch noch. Sag ihm was anderes, das kostet dir 200. Hau ab, 200. Selber denken kannst du wohl nicht. Aber woher soll ich... Schon gut. Wenn der Kunde was anderes will, das kostet er 200. Merkt ihr das? Das ist ja eine Pistole. Sind Sie im Bund? Von der Polizei? Gib schon her. Das kostet 200. Aha, hat der wohl den Chef geflüstert, was? Raus mit der Sprache. Das extra, was anderes, das kostet eben bei uns 200. Ich lass das. Was hast du drunter an? Wieso? Nichts. Dreh dich um. So, bleib so. Wenn Sie von der Polizei sind, ich weiß gar nichts. Schnauze, dreh dich um. Jetzt den Slip runter. Noch ein Stück. Bist doch ein Bulle. Ganz schön teuer. Wenn ich mir vorstelle, ich mit sowas, das kaufe ich mir für einen Urlaub. Und dann schicke ich ihm ein Foto, da soll mal sehen, wie gut es mir geht. Aber ich mache gar keinen Umsatz. Ich bringe nichts und krieg bestimmt auch nichts. Du bist ein richtiges Schaf. Es läuft doch ganz anders. Das Geld wird immer untereinander verteilt. Und wenn es mal bei dir nicht flutscht, sowas kommt immer mal vor. Mal sitzt die Helga, da mal die Renate. Oder auch mal ich. Trotzdem kriegt jede den gleichen Anteil. Und dabei gebe ich mir solche Mühe. Kann ich was dafür, wenn die es nicht mit mir machen wollen? Mach dir doch nichts draus. Siehst doch hübsch aus. Bist so schön schlank. Vielleicht, wenn du beim Anziehen mal was zulegst. So auf einen anderen Typ. Ich würde mich auch anders schminken. So mit Seitenscheitel. Dafür wärst du doch der Typ. Der ist ganz schön großzügig. Das sieht man. Wieder einer, der es mit dem Kopf macht, nur hat der noch einen Knoten drin.
50 Mark. Wo sind die? Und wie war's mit deinem? Hast mir was zu sagen? So ein Heuler, nichts weiter. Morgen, dass ihr mir pünktlich auf den Beinen seid. Ich kann euch aufs Gesundheitsamt. 7 Uhr. Wir brauchen alle ein bisschen Geld. Geld? Was für Geld? Was zum Einkaufen, so Kleinigkeiten und so. Wie stellt ihr euch das vor? Bin ich hier der Geldscheißer oder was? Der Laden läuft nicht. Ich habe nur Ausgaben. Annoncen, Miete, Getränke, Telefon, der Wagen. Willst du uns verarschen? Wir haben verdient, sogar einen guten Schnitt. Nichts hast du verdient. Das hast du verdient. Das. Nichts. Scheißstück. Bitte nichts sagen. Nichts. Das hast du verdient. Das. Soll ich denn das Tuch bringen?
Geh schon vor, wir kommen gleich. Ich warte lieber, ich gehe mit euch. Hallo, fertig? Was ist uns denn da schon wieder passiert? Sieht nicht gerade sehr hübsch aus. Also Mädchen, ich verstehe es nicht, dass du nicht endlich einmal vernünftig werden kannst. Ich bin in meinen Wagen steigen, rutsch aus und fall direkt ins Steuer. Wir wohnen ja jetzt woanders. Achso, das wissen Sie doch gar nicht. Wir sind ganz elegant. Komm mir nicht wieder mit solchen Geschichten. War es ein Freier oder? Nee, ein Freier nicht. Hey Doktor, ist das die Karte von mir? Vom letzten Jahr? Da ganz oben rechts. Leute, bekomme ich so viele Karten. Wo bist du denn gewesen? Tunesien. Dieses Jahr will ich nach Marokko. Vielleicht. Ich schicke Ihnen eine Karte.
Was soll denn das hier? Kann der uns nicht erst nach Hause bringen, ehe er pinkeln geht? Musst du mit so ins Ohr blasen? Nach Hause. Löcher kannst du auch hier in die Luft gucken. Der war nett, der Doktor. Der hat sofort gemerkt, dass ich ganz neu bin. Gibst du mir eine Zigarette? Ich habe meine vergessen. Da rauch weiter. Und alle Qualmen kriegen wir nur Ärger mit dem Arsch. Also weißt du, direkt vor meiner Nase. Dabei habe ich noch nicht mal Kaffee im Bauch. Wozu war denn eigentlich die Blutabnahme? Sonst muss man doch nur von der Operation nüchtern bleiben. Mach doch die Tür zu, das zieht. Also immer hast du was zu meckern. Gott, habe ich das gefressen. Verdammt nochmal, dass der nicht wiederkommt. Haut ab und lässt uns hier hängen. Was soll denn das? Da ist er ja. Schade, kein Aas fährt den um. Oder?